We watch them fall. Sometimes we sometimes and we watch them fall. Ja, Mensch, natürlich, wir waren in Karlsruhe heute am 6. Ja. Und wir haben tierisch viel Spaß gehabt. Es war auch voll. Und ja, super. Ja. Es lohnt sich nochmal für alle. Es lohnt sich. Ja, ja, es lohnt sich. Ich glaube, wir hatten ein sehr gutes Konzeptprogramm. Konsens. Und ich würde einfach jedem empfehlen, diese Reihe zu besuchen. Oder was sagt ihr? Ja. Ich sage ja. Sowohl den Musikern als auch den Hörern in dieser Stadt, aber auch anders von anderswo. Es lohnt sich, weite Strecken in Kauf zu nehmen, um Abende hier in diesem, in dieser Umgebung zu genießen. Ja. Und man muss noch dazu sagen, dass Deutsche Bahn streikt, aber nicht, wenn es um Karlsruhe geht. Stimmt, die Verbindungen verschoben sind. Da die stimmen einfach immer, ja. Und man einfach hat ganzen Waggon nur für sich selbst. Ja, man muss auch sagen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Verbeamtung als solche positiv ist, weil wie hier, es gibt hier viele Beamte im Bahnbereich und dadurch fallen weniger Züge aus. Das ist richtig. Ich habe auch das gemerkt und ich unterstütze auch die Beamten, auch jetzt nicht nur in den Bahnbereich, aber in Post. Weil wir warten auch eine Sendung aus Berlin morgen, werden wir in Kirchheim wegspielen. Und da sind die Postbeamten dafür zuständig, dass aber unsere Platten da ankommen. Dafür, und hast du noch was zu sagen über Beamten? Ich kann sagen, dass ich grundsätzlich Syndikaten unterstütze. Ich weiß, wie es schwierig ist, in heutiger Zeit als Kleinmensch zu überleben. Du meinst die Gewerkschaften? Gewerkschaften, ja, genau, Syndikat. Das ist das Gleiche. Ja, ich weiß. Aber ich habe doch auch etwas aus Serbien. New Jersey. Das ist ein so ursprünglich serbisches Wort. Nein, aber ich meine, für mich spielt eine große Rolle, weil mein Stiefvater ist dreimal von der Volk erwählt worden, um Präsident des Syndikats von allen Medizinmitarbeitern in Serbien zu sein. Ja? Und deswegen Streiks grundsätzlich unterstütze ich. Das heißt, ja, definitiv. Aber war das nicht so, dass wenn gestreikt wurde, musste er arbeiten? Praktisch heißt, er musste mit dem Banner da vorne jetzt streiken. Genau, aber das hat schon ein bisschen diese alltägliche so Langeweile ein bisschen abgebrochen. Und das ist schon mal gut. Wir sind praktisch gegen und für den Streik. Das ist, was wir sagen. Aber das ist, für was cool steht. Also als kleiner Tipp könnte ich noch hinzufügen, als kleinen Tipp, dass Sie als Macher eines Jazzclubs eigentlich schon dafür eintreten sollten, dass Bands als solche verbeamtet werden, damit nicht die Gefahr besteht oder die Gefahr dadurch verringert wird, dass Bands streiken und somit euer Programm nicht durchführbar ist. Oh, stimmt. Weißt du, ist das schon vorgekommen? Bandstreiks? Ständig.
Das ist das typische. Aber lass doch nochmal sagen, welches Datum das war. Das war genau der 6. November 2014. Ja. Das sollten wir hier definitiv behalten. Weil das ist schon ein Tag, wo es für uns gefühlt das zweite Mal zum großen Problem wurde. Eine Sache, die ich noch anfügen möchte, die jetzt mit diesem Thema, Entschuldigung, nichts zu tun hat, ist, dass ich ganz froh darüber bin, dass dieser Club nicht so eine Säule hat direkt vor der Bühne. Oh. Ja, das war eine gute Wahl. Ich fand nämlich, dass das früher im U-Betz ein wenig eine Distanz hergestellt hat, zumindest von dem einen oder anderen Zuhörer. Man musste dann beim Spielen immer so ein bisschen um die Ecke gucken, ja, um herauszufinden, ob derjenige überhaupt noch da ist. Ja. Das ist gut, das ist hier sehr gut gewesen. Das ist super. Säulen mögen wir hauptsächlich auf Kolosseum. Ja, es hängt davon ab, was für ein Radius ist. Schön, wenn das Tourist in Athen, ja. Wenn Radius schon bestimmt, da kann man die Säule auch für eine andere Art der Performance ausnutzen. Aber die Säule, die größere Radius auf 10 cm haben, die sind nicht so gut. Ja. Traditionsbedingt wäre es allerdings schön, wenn man so eine imaginäre Säule hätte, die irgendwie durch Lichteffekte sozusagen hergestellt wird, aber in dem Moment, wo die Band anfängt zu spielen, zack, ist die Säule weg. Oder man zerstört sie. Viele, die schon lange dabei innerhalb des Konzertes. Das wäre toll, weil die Musik haben sie während des Konzertes würde ich gerne eine Säule zerstören. Es gibt hier eine Nähe, um zu zeigen, dass wir es nicht sagen. Gibt es Physiker hier auch in dem Verein? Naja, da könnte man schon, zum Beispiel, das ist meine Frage an jetzt Sie, wäre es möglich, nächstes Mal, wenn wir kommen, eine so eine Lasersäule zu richten, ja, denn wir auch so einfach mit würde man sagen, mit Hautkontakt an- und ausschaut. Aber oder weißt du, das bringt mich jetzt zu einer anderen Idee. Ich meine, diese Säule kann man auch für wieder etwas anderes ausnutzen. Zum Beispiel, man kommt nicht aus dem Backstage raus, sondern man kommt mit so, wir stehen natürlich, Frank muss der Letzte sein. Ich und dann die Säule. Machen wir's. Nee, du musst doch deine Arme benutzen und dann kommt Lillinger vor mir. Ja. Und dann machen wir so ein, weißt du, so achtarmiges Ding. Und das ist doch, oder? Das ist Säule, ja. Fleischsäule, das ist Fleischsäule, so genannt. Das ist so. Da wird man eins mit der Säule als solche. Was war die Frage nochmal? Habt ihr Spaß gehabt heute Abend? Oh ja! Natürlich, wir waren in Karlsruhe heute am 6. Ja. Und wir haben tierisch viel Spaß gehabt. Es war auch voll. Und ja, super. Ja. Es lohnt sich nochmal vor allem. Es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich. Ja.